Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, wir sind außerhalb der Tafelrundfeste, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Jetzt zeige ich euch ganz kurz wo. Wir sind hier an der Südseite des Agilsees. Agil, wie auch immer. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich hier mir ja noch zwei Markierungen gesetzt hatte mit Kampf. Gucken wir uns gleich mal an. Laufen wir jetzt mal hin. Und weil einfach mal ein bisschen Story-Fortschritt heute hier geht auch noch, das, ne, ob Richtung in die Richtung, das hatten wir ja schon gemacht, genau, ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war, wie auch immer, und hier unten fehlt uns das auch noch, da kann ich mir gleich mal markieren, aber hier gibt es keine Markierung für die Karte irgendwie, naja, hier müssen wir auch noch mal ein bisschen durchgucken. Hier oben waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Wobei das schon wieder ein anderes Gebiet sein wird. Ich denke mal, so diesen groben Bereich werden wir jetzt in den nächsten Parts erstmal abarbeiten. Und dann geht es hier oben weiter. Das ist jetzt so mein grober Plan. Also schauen wir mal. So, heute wieder ein normal länger Part, hoffentlich. Ich habe mir schon Markierung gesetzt, ne? Markierung 1 wollen wir zuerst. Letzter Part war ganz schön lange. Gut, okay, war auch viel zu lesen und so. Schwert konnte man ja leider nicht upgraden. Aber wenn ich das hier so sehe, sollten wir hier eigentlich wahrscheinlich schon hoch im Level sein. Achso, das eine Level habe ich mir jetzt auch noch gegeben. Und zwar leider nicht in Geschick, sondern in Arcan habe ich es gesteckt von 11 auf 12. Ich glaube, jetzt pushe ich aber demnächst mal Geschick. Ich weiß nicht, was brauche ich denn für Arcan? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Gut. Hier hoch wollten wir. Was es hier gibt. So, Kampf habe ich mir da markiert. Wir prüfen. Warte. Wo kommst du denn jetzt her? Das habe ich aber nicht markiert, oder? Wer bist du denn? Jo. Wie wär's mal mit ein paar. Eieieiei. Nee, nimm mal einen Trank bitte. Oh, Mann, muss das jetzt sein, ey. Hi, shit. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich hab schon wieder die schlimme Befürchtung, dass so ein Special Vieh hier ist, was gleich nicht mehr da ist. Mann, Junge, das war so klar, ey. Ich komme gegen diesen Bären nicht klar. Wo der jetzt auf einmal herkam. Der hat auch so eine leuchtende Schrift oder Rune irgendwie auf der Brust. Der war nicht wie die aus dem anderen Wald, habe ich das Gefühl. Du schon wieder. Ja, so geht das. Ich stelle meine Runen wieder rein. Auch wenn es nicht viele sind. Und dann nochmal hier hoch. Bis jetzt nochmal. Ja, genau das Dach. Doch nicht. Da ist er. Aber diesmal kann ich meine Soldaten rufen. Und dann habe ich auch eine Chance gegen dich. Okay. Ich darf bloß nicht da runter, weil da verschwinden die Geister. Na, findest du den Weg nicht, oder was? Findest du den Weg nicht? Ist ja blöd, wa? Was denn jetzt? Doch, er findet den Weg.
Wow, was? Was war denn das? Irgendein Pfeil. Aua! Hey! Der da oben, Alter. Das ist ein Arsch. Okay, das hat mal gar nichts gebracht. Oh, hab kein Dings. Kein Männer. Ja, was? Oh, voll drüber geworfen, was war das denn? Ei. Ja, ich hab dir dann nichts getan, warum greifst du jetzt mich an? Oh, wieder daneben. Wieder daneben. Oh. Lass noch mal heilen, bitte. So, Soldat, macht jetzt mal was, bitte. Außer euch zu töten, töten zu lassen. Jetzt. Okay. Der mich zweimal voll erwischt hat. Okay, meine Soldaten sind gleich weg. Der Magier da oben stresst mich auch gerade so ein bisschen. Oh ja, das war's für dich. Ey, yo. Larventräne. Okay, ist ein Schlüssel wieder. Ich mir gleich an. Erstmal den Magier da oben wegmachen. Blöder Magier. So brauche ich hier meine Pfeile für den hier. So ein Mist. Egal, Hauptsache, der nervt mich nicht mehr. Okay, hab ich. So, Larventräne, war ein Schlüssel. Gucken wir. Inventar. Larventräne, Schlüssel, da. Da ist es. Ein Material, das Renala für Wiedergeburten benötigt. Okay, der Kern einer der Metamorphoben? Kreatur Silberträne. Zugleich Substanz und lebendiger Organismus. Notwendiges Material, um durch das Bernsteinei von Renala wiedergeboren zu werden, der Königin des Vollmondes. Die Wiedergeburt ermöglicht die Neuzuweisung von Attributen, die durch Stufenaufstieg verstärkt wurden. Ah, okay. Also damit kann ich umskillen. Gut, geil, cool. Jetzt müssen wir nur noch Renala finden. Kein Plan, wo die ist. So, jetzt wollten wir da erstmal hoch. Nimmt sich noch ein FP-Trank. Hey. Nein, nein. Aha, Rune. Rune. Oh, komm schon. Geht doch. Sind zwar nur 200 oder 400 Runen. Boah, die möchte ich schon gerne haben. Was? Was? Oh, du Arsch. Du Arsch. Ja, das hast du jetzt davon, weil du meine lieben Gefährten weggemacht hast. Böse, böse. Oh. Was mit euch hier? Ja, hier wieder so ein Magier, wa? Mal was wiedergekriegt habe. Okay, also habe ich mir hier irgend so ein Dorf markiert. Interessant. Wow. Okay, die waren früher echt mal stärker.
Hä, hier ist schon offen. War ich hier schon? Alter. Alter. Du Arschkickst da oben. Du kommst jetzt als erstes erstmal weg, bevor ich hier weitermache. Was hast du jetzt davon? So, und hier, was ist mit euch los? Ihr könnt springen. Ist ja nice. Oh, was? Nicht dein Ernst. Ja, komm hoch. Okay, aber hier gibt's nichts weiter. Nur ein Minidorf wieder. Nee, du schreist jetzt hier nicht rum. Ey. Okay. Na gut, dann hat sich das ja eigentlich schon erledigt. Wollen wir hier gar nicht weitermachen. Markierung ist auch schon weg. Aber hier waren wir definitiv noch nicht. Dann gehen wir da mal hin. Oh. Ihr habt geschlafen oder was? Den Kampf verschlafen haben wir. Ich kann mich hier gar nicht dran erinnern. Naja. Eine Brücke haben wir da. Okay. Ah, hier waren wir schon mal, oder ich war hier zumindest schon mal und bin dann umgedreht, so als Erkundung halt. Kann mich dran erinnern. Können wir auch irgendwann mal hier lang gehen. Und da lang gehen. Wenn es rechts lang geht. Ich glaube, rechts geht es nicht lang. Einfach mal wegen Erkundung. Jetzt mal einen Blick riskieren. Bis hier was weitergeht. Ja, doch, doch, doch. Da ist das Fort Hyde. Wie auch immer. Das wir ja schon gemacht haben. Noch Knochen. Genau. Gut, gut, gut. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Einfache Soldaten. Das dürfte nicht allzu schwierig werden. Was? Explosionskreuzen. Ist ja nett. Alter. Ist ja wirklich nett von euch. Ich glaube, ich mache das Ding als erstes weg. Jetzt verreck ich hier. Gerade wieder. Ah, wieder das Maul zu weit aufgerissen, ne? Oh, wird schon leicht. Das sind ja Anwaltsgegner, die können ja gar nichts. Oh Mann. Zum Glück gibt es hier Marikas Pfad. Jetzt müssen wir da nur noch irgendwie das Ding ausschalten. Ist ja vielleicht einen anderen Weg, einen seitlichen Weg oder sowas.
natürlich nicht. Gut. Dann beschwören wir mal die Qualle. Die kann schön auf Entfernung arbeiten. Brücke des Opfers. Okay. Na, warum kriege ich denn jetzt einen Trank? Das war doch schon wieder dumm. Das ist tot, okay. Oder rechts rum ging es auf gar keinen Fall. Oh, hey. Du bist ja penetrant. Folgst mir einfach. Warte, du hast irgendwas gedroppt. So, neuer Versuch. Geschossen hat er jetzt. Das wirft mich aber auch jedes Mal zurück. Ne? Er war gerade angry auf ihn, okay. So, Schluss mit lustig. Alter, der bringt mich noch um. Oh, bin jetzt ja. So, Ende Gelände hier, Freunde. Ende Gelände. Schmiedstein, okay. Brauchen wir nicht unbedingt. Noch ein Schmiedestein. Dreimal. Nicht schlecht. Steinschwertschlüsse. Alleine das hat sich schon gelohnt. Geil. Geil, geil, geil. Ich guck gleich mal, wie viel ich davon schon habe jetzt. Weil ganz am Anfang, ne, in der Tafelrundfeste. Achso, siehst du, ganz am Anfang ist ja auch noch ein Dungeon. Da wollte ich auch noch rein. Ja, vielleicht mache ich das, wenn wir hier fertig sind. Genau. Tafelrundfeste, da habe ich ja 3 Schlüssel, glaube ich, gebraucht, um an dieses Gebetbuch ranzukommen, ne? Was ich ja eigentlich gar nicht nutze, also sind die voll wasted. Gut, prüfen wir mal, wie viel haben wir davon? Schlüssel, Steinschwertschlüssel, 4 Stück, geil. Gut, dann können wir 2 demnächst mal da unten fürs Anfangsgebiet nutzen. Um da mal reinzugucken. Dungeon oder was das ist, keine Ahnung, Höhle. Wir werden sehen. Oh, eine Gnade. Da rasten wir auch gleich. Hier unter der Brücke scheint nichts zu sein. Ist das eine Höhle oder was ist das? Halbinsel der Tränen. Okay. Wo genau bin ich denn jetzt? Okay, ist also wieder ein riesiges Areal hier. Okay, soll man hier lang? Kann man hier lang? Ich sehe halt auf der Map noch gar nichts, ne? Wir gehen erstmal den Hauptpfad. Gucken wir mal kurz links, ob es da noch was irgendwas Schönes gibt. Du stehst da bestimmt auf, oder? Ne, er hat keinen Bock. Wow, 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 wow. Nicht da runterspringen, bis es fertig. Oh. Wo bist du denn? Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please?
My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. I fear for father's life. The servants are full of wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please, I just want him to be safe. Klar. Thank you, dearly. Then please, take this. Irinas Brief. Deliver it to my father, who remains in the castle, if you please. Mach ich. Please, if you wouldn't mind, deliver the letter to me. He can be stubborn, but I'm sure he'll come around. Please, he can be stubborn. Na klar, ich bring den Brief deinem Vater. Dann seid ihr wieder vereint. Oder er ist schon tot, das kann natürlich auch sein. Du stehst auf, oder? Auch nicht. Okay, das sieht hier alles wieder nicht so gesund aus. Das sieht gar nicht gesund aus. Aber, das machen wir im nächsten Part. Damit sage ich wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut rein.